Kann ganz gut sein, so für den Fortschritt. Für die Neuronen und so. Ah, da ist er, glaube ich. Da liegt er, glaube ich. Da ist er da vorne. Da ist der Krater. Okay, ich habe ihn gefunden. Moin, sind und herzlich willkommen zurück zu Ancestors The Humankind Odyssey. Und wir haben beim letzten Mal versucht, den zweiten Meteoritensplitter zu finden, der dort hinten runtergegangen ist. Das ist uns nicht gelungen, aber den brauchen wir ganz dringend für weitere Neuronen, die freigeschaltet werden, wenn wir den aufsammeln. Deswegen, das ist eine ziemlich gefährliche Tour dahin. Da gibt es auch einen Panther in der Gegend, das haben wir schon gesehen. Deswegen lege ich jetzt die Babys hier ab. Ich wollte nur mal schnell gucken, ob wir noch irgendwie, hoppla, ob wir noch irgendwie im Evolutionstab noch was haben, was wir jetzt noch vergeben können, was uns da vielleicht jetzt hilft bei der Aktion. Haben wir da was? Haben wir da was? Irgendwas, was wir noch vergeben können? Nein, haben wir nicht. Doch, da! Nee. Nee, das sah nur so aus, gerade auf den ersten Blick. Ich bin so weit rausgezoomt. Nein, wir haben keine Punkte mehr, die wir vergeben oder verästeln können. Ich will diese Tour jetzt zu dem Meteoritensplitter mit einem Altaffen machen. Lasst uns mal ihn hier nehmen. Er ist besser. Er hat noch volle Energie, da muss ich jetzt nichts tun. Genau, wir nehmen mal das. Oh nee, warte mal, die Waffen lasse ich denen mal hier. Die gebe ich mal... Die gebe ich mal hier den anderen Affen. Geben, weil, meine lieben Freunde, ich weiß ja nicht, ob der Diego nochmal aufkreuzt jetzt. Kann durchaus immer mal sein, dass der ab und zu mal vorbeikommt. So, jetzt gehen wir mal los. Und das machen wir jetzt ohne Babys, weil das eine ziemlich risikobehaftete Mission jetzt wird an der Stelle. Kart esse ich jetzt auch unterwegs erst. Das haue ich mir jetzt nicht sofort rein. Das machen wir unterwegs. Beim nächstbesten Kartbaum halten wir mal an. Ich glaube, da hinten sind auch schon welche. Habe ich schon welche gesehen. Da holen wir uns mal ein bisschen was rein. Also nochmal kurz zum Thema Meteoriten, meine lieben Freunde. Das ist folgendermaßen, sobald ihr die in der Welt gefunden und analysiert habt über dieses Inspizieren, dann bekommt ihr 2 zusätzliche Verfestigungspunkte, wenn ihr einen Generationswechsel vollzieht. Das ist so ein bisschen das Ding mit den Meteoriten oder der Hauptaspekt bei den Meteoriten. Ihr habt ja normalerweise immer maximal 6 Verfestigungspunkte. Für jedes Kind, das ihr gezeugt habt, gibt es einen Verfestigungspunkt. Aber mit dem Meteoriten zusammen kriegt ihr nochmal 2 dazu. Also das ist quasi wie 2 zusätzliche Kinder. Und wenn ihr zum Beispiel sehr, sehr viele neue Neuronen schon verästelt habt, dann ist es natürlich super, weil dann könnt ihr noch mehr von diesen Neuronen dann über die nächste Generationsstufe dann verfestigen und mitnehmen, ohne dass ihr die danach wieder freischalten müsst, also nochmal neu verästeln müsst. Das ist eigentlich so ziemlich der Hauptvorteil beim Meteor. Das hat beim letzten Mal, wo wir den letzten Meteoriten geholt haben, mit dem Altaffen schon ganz gut funktioniert. Deswegen würde ich das jetzt einfach nochmal so machen. So, wir müssen schon so ein bisschen in die Richtung. Und mir wurde beim letzten Mal noch gesagt, ich soll auf den Berg auf der rechten Seite hoch. Also den Berg rechts und dann links hoch irgendwie. Oder so ähnlich. Ich soll da auf jeden Fall hoch. Sagen wir es so. Das machen wir jetzt auch. Müssen wir nur erstmal hinkommen. Oder bin ich ab? Ha, das ist ja Schweine. Wie sie da sitzen und gucken. Ist ja unglaublich. Habt ihr das gesehen? Wie die Muppets sitzen sie da. Hätte nur noch gefehlt, dass sie plötzlich anfangen miteinander zu reden. Wieso diese 2 Alten bei den Muppets in der Loge da sitzen sie da rum. Unglaublich. Ich habe jetzt angefangen, den dunklen Kristall auf Netflix zu schauen. Das ist ja auch mit Muppets. Das ist ja von Jim Henson. Das basiert ja auf einem alten Film aus den 80ern von Jim Henson mit so Puppen. Das war der erste Film, wo nur Puppen die Hauptrollen übernommen haben und keine Menschen zu sehen waren. Und da gibt's jetzt auf Netflix die Fortsetzung. Ist auch ziemlich spannend eigentlich, muss ich mal sagen. Und ziemlich cool gemacht. Aber ganz ohne Computereffekte kommt's natürlich nicht aus heutzutage, ne? Ist klar. Aber kann ich mal nur empfehlen an der Stelle. Auch das Original kann man sich durchaus mal angucken. Ist ziemlich faszinierend gemacht und auch ziemlich abgefahrene bzw. lustige Kreaturen sind da so zu sehen. Muss ja jetzt irgendwie dran denken die ganze Zeit. Da geht's auch um magische Bäume und Wesen, die Energie abziehen und solche Sachen. Und ach, herrlich. Total schräg alles. Voll Fantasy. Die Musik hier ist aber auch gerade ein bisschen Fantasy-mäßig hier so. Als wenn hier gleich irgendwie die Skekse um die Ecke gekrabbelt kommen. Okay, also unser Ziel ist der Berg da hinten. Das heißt, wir müssen uns quasi um die Schlucht herum bewegen, so ein bisschen. Oh, das war dumm. Das war dumm!
Shit! Ja, die Altaffen halten das leider nicht aus, wenn sie von so weit oben fallen. Das ist das Problem. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Na gut, da haben wir gleich direkt den ersten Affen verloren. Weißt du was? Die alten Weibchen, die bringen es auch. Nee, warte mal, den Stock, den legen wir mal weg. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr wieder konzentrieren und nicht die ganze Zeit über irgendwas palabern. Dann passiert nämlich meistens sowas, wenn ich das mache. Na gut, wir bewegen uns jetzt dahin, holen uns den Knochen wieder, weil den will ich auf jeden Fall wieder haben. Ja, das war ziemlich doof. Ich hatte vor allem auch noch gedacht, dass ich den Ast da noch erwischen kann beim Fallen, aber er hat leider auch keinen von den Ästen noch erwischt. Aber die alten Affen, wie gesagt, da darf ich, glaube ich, einfach von vornherein nicht so hoch klettern mit denen. Da muss ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen niedriger klettern, weil wenn ich von so weit oben falle und nichts mehr zu fassen kriege, dann habe ich ein Problem mit denen. Also ich würde ja gerne mal versuchen, an so einer Liane dran zu hängen. Aber ich habe gerade mal A gedrückt gehalten beim Springen. Irgendwie klappt das bei mir immer nicht. Ich mache da irgendwas falsch. So ein bisschen mein Problem. Ich mache da immer bei diesen Lianenaktionen, wenn ich die mal machen will, mache ich immer irgendwas falsch. So, benutzen wir mal kurz die Intelligenz. Die Intelligenz bringt leider gerade gar nichts. Die Intelligenz zeigt mir gerade nicht, wo der tote Affe ist. Ist gerade nicht intelligent genug. Und ja, ich sage das Wort absichtlich falsch. Memo an alle, die mich korrigieren wollen. An der Stelle. Warte mal, ich teste es mal hier an der Stelle jetzt. Mit dieser Liane. Ich will das jetzt mal probieren. Es klappt irgendwie. Ich mache irgendwas falsch. Irgendwas mache ich da falsch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Tut mir leid. Ich krieg das einfach nicht hin. Das ist so ein Move, den habe ich auch von Anfang an ignoriert immer, weil diese Anzeige, wie das funktioniert, die kam bei mir irgendwie nur ganz kurz. Oh nein, ich habe keinen Kart gegessen, ich Blödmann. Warum mache ich das denn nicht? Ich hatte, wie gesagt, da die Anzeige, die war da irgendwie ganz schnell wieder weg und dadurch konnte ich das nicht richtig lesen und shit, ich brauche Kart. Bitte, 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 gib mir Kart irgendwo. Muss irgendwo was sein. Hier ist ein Fluss schon. Ich glaube, wir haben mich verlaufen schon direkt. Laufe ich überhaupt richtig? Nee, ich laufe alles andere als richtig gerade. Ich brauche Kart, ich brauche Kart. Das läuft ja wieder, das startet ja richtig gut hier gerade, ey. Warte mal. Da ist das Zeug. Da ist Wasser. Da können wir mal gleich trinken. Da ist Kart. Schnell hin. Schnell essen. Sonst erfriert mir der Affe hier noch. Der verliert die ganze Zeit Leben, wenn er so friert wie jetzt. Nein, jetzt sag nicht, du kannst da... Geh da hoch. Alles, was Blätter am Baum hat, da kannst du ran. Ja, ja, das ist so eine Übungssache. Das ist so eine Übungsgeschichte wieder. Das ist nicht so einfach, wie das vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Ja. Das muss man üben. Und ich habe keine Waffe, das ist auch dumm irgendwie. Vielleicht sollte ich mir wenigstens mal so einen Speer machen. Muss mir mal irgendwie bei nächster Gelegenheit, wenn ich hier so eine Äste sehe, vielleicht auch auf einem Baum oder so, muss ich mir mal so einen Speer machen, dass ich wenigstens eine Waffe habe zum Abwehren. Am besten sind ja eigentlich zwei Speere, wenn einer eingesetzt wurde, dass man noch einen anderen hat. So, Moment. Oh Gott. Hier hoch. Jetzt muss ich erstmal mich orientieren, wo ich eigentlich gerade bin. Warte mal. Wir wollen da hinten. Ne, Moment. Da hinten wollen wir hin. Wir müssen um die Dings drumrum. Habe ich da gerade ein Totensymbol gesehen, da unten? Müsste das nicht eigentlich... Da! Da ist er! Okay, warte, warte. Jetzt nicht denselben Fehler machen wie gerade eben. Was war denn das für ein Geräusch? Ich markiere mir mal den Toten, warte. Genau, da einprägen. Was ist denn jetzt los, Affe? Ruh dich doch aus. Der Affe ist auch manchmal komisch. Er stöhnt einfach die ganze Zeit rum, anstatt er sich mal ausruht. Ich glaube, die Analyse sich, die zieht auch ganz schön Stamina immer raus, wenn man die zu häufig macht. So, hier müsste eigentlich der Knochen liegen, dann sparen wir uns die Aktion mit dem Ast nämlich. Die Leiche analysiere ich jetzt aber nicht. Nee, Moment mal, das ist der andere!
Ja, das ist Jod. Vor 22 Jahren tot. Jod ist vor 22 Jahren tot. War seit 22 Jahren tot. Nicht gut. Okay, kletter hoch, kletter hoch. Habt ihr das gerade gehört? Ihr habt das gehört. Natürlich habt ihr es gehört. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nur. Was war denn das für ein... War das ein anderer Affe? Das hat gerade so arg gemacht. Vielleicht sollte ich mal hören. Hören. Ah, da ist er! Es ist der Panther. Gleich mal einprägen. Kann nicht schaden, glaube ich. Ja, dann wisst ihr Bescheid, ne? Müssen wir wohl nach oben, wenn es irgendwie geht. Der scheint mich aber nicht so wahrzunehmen wie der Diego, so ein bisschen. Der ist so ein bisschen chilliger, der Panther. Aber beim letzten Mal, das ist nämlich, so ist nämlich der Affe gestorben, der Jod. Der ist nämlich genau in den Panther reingesprungen, da kann ich mich erinnern. So war das nämlich passiert. Das war nämlich das Drama damals. Da hat er doch die Babys dabei gehabt, dann haben wir doch dann die Babys noch gerettet. Ich erinnere mich. Ach du Scheiße, wie sollen wir denn jetzt hier rüberkommen, ey? Da müssen wir unten lang, es hilft nichts. Aber ich sehe ja jetzt, wo der Panther ist. Das ist ja... Das geht ja eigentlich. Warte mal, wir machen das mal... Der ist so da drüben gerade. Okay, warte, warte, warte. Wir müssen... Nein, Affe, du kannst jetzt nicht schlafen. Das geht jetzt nicht. Das kannst du jetzt nicht machen. Affe, du kannst nicht schlafen jetzt. Kannst jetzt nichts. Du musst wach bleiben jetzt. Hast du nichts gelernt hier? Das ist ein guter Weg. Aber warte mal, hier ist ein Dings. Können wir gleich mal entasten. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Steinchen und dann können wir daraus was Produktives machen. Vielleicht sollte ich gleich noch mal ein bisschen Kart essen. Wo wir hier gerade sind. Sehr gut. Bisschen auftanken und so. Scheiße, hier ist kein Baum zum Hochklettern. Doch, hier vorne. Schnell da vorne hin zum Baum. Sehr gut. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. So, ein eingeprägter Gegenstand ist vergessen worden. Das ist der Panther jetzt gewesen. So, ich leg mal den Stock hier hin und schlaf hier mal eine Runde. Warte. Hinlegen. Und schlafen. Schön schlafen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber so richtig erholsam ist das nicht, wenn man einfach auf dem Baum schläft, oder? Man kriegt irgendwie keine Werte so richtig zurück. Nahrung fehlt. Okay, wir müssen ein bisschen was essen. Moment, haben wir hier gerade irgendwie eine Frucht oder so? Da sind Früchte. Kapok. Ist es Kapok? Ich glaube, es ist Kapok. Könnten auch versuchen, eine Kokosnuss zu knacken. Oder wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Genau, nimm mal das Stöckchen. Vielleicht finden wir noch irgendwie was Essbares. Irgendwas anderes. Mal gucken. Steine wären mal nicht schlecht. So zum Bearbeiten hier. Zum Stock bearbeiten. Irgendwelche Steine. Und Kokosnuss. Für die Kokosnuss brauchen wir ja auch Steine. Was ist denn das da hinten? Ach, das ist eine Schlange. Oh, da ist ein Schwein. Das habe ich auch gar nicht gesehen jetzt. Oder wir essen Honig. Hier gab es, glaube ich, auch ganz schön viel Honig in der Gegend. Egal. Irgendwas findet sich schon. Kokosnüsse müssen wir halt erst aufmachen. Beziehungsweise knacken. Ohne Stein wird das schwierig. Okay, das Schwein ist da drüben. Ich versuche mich mal so ein bisschen von den Schweinen fernzuhalten. Damit die nicht auf mich losgehen. Alter, dieses Vogelvieh, was da gerade geschrien hat, ne, hat mich voll erschrocken. Okay, die Wirkung vom Kart lässt. Na, Eisenpilze. Ach du Scheiße, ich sehe da noch was anderes, was da ist. Gab es hier nicht komplett ganz viele Pilze irgendwie? Kann der hier rauf?
der Panther? Ich hoffe nicht. Ich muss den mal im Blick behalten. Okay, sehr schön. Noch mehr Pilze, komm. Du musst mehr essen. Kannst du bitte in die Richtung gucken? Danke. Ich will das Tier markieren da. Ah, schön, dass der so faul ist, der Panther, ne? Affe, was machst du? Du sollst den Pilz essen. Du sollst nicht rumhüpfen. So, dann gehen wir mal hier vorsichtig über die Seite. Also wenn der Panther da liegt, dann kann er mir erstmal nicht gefährlich werden, hoffe ich. Wir sollten versuchen, möglichst irgendwie oben zu bleiben hier. Also eher nicht so unten lang. Schön rausziehen wieder, genau. Oh, hier sind Früchte, sehr gut. Gleich mal essen. Das ist ein sehr guter Boost hier, guckt euch das an. Lecker, lecker! Birnenfrüchte. Wunderbar. Ach, nehmen wir gleich noch eine mit, komm. Schaden kann's nicht. Das ist zu steil, glaube ich, für den Altaffen. Muss mal irgendwie hier rüber. Auf die andere Seite. Irgendwo da, wo es etwas flacher ist, hoch. Ja, hier so. Ich glaube, hier komme ich ganz gut hoch. Ja. Schön aufpassen. Ist hier irgendwas? Gleich erstmal hoch auf den Baum. Wir brauchen dringend wieder mal so einen kleinen Kart-Boost. So. Natürlich ist wieder nirgendwo Kart zu sehen, weißt du? Ist wieder typisch. Ich brauche einmal irgendwie ein bisschen Kart, damit ich durch die Kälte durchkomme. Also meistens hier so an diesen Hängen. Aber ist halt die Frage. Da sind Bären gewesen. So, warte, warte, warte. Es ist aber noch nicht kalt, also. Noch geht es. Sagte er und stellte fest, dass ihm kalt wird. Wir haben ja noch ein bisschen Schutz übrig, aber der hört halt gleich auf. Ja, jetzt hört er nämlich auf. Scheiße. Scheiße, scheiße. Da ist Kart. Schnell. Nimm ihn. Mehr. Mehr, 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 Affe. Du musst mehr essen. Viel mehr. Genau, mehr, mehr, mehr. Kannst gleich dich richtig vollfressen hier. Ein bisschen was können wir noch mitnehmen. Können wir zwischendurch nochmal was reinknallen, wenn der Schutz ein bisschen nachgelassen hat. Ja, toll, jetzt. Also immer, wenn ich mich hochgefressen habe mit Kart, dann hört der Regen direkt wieder auf. Tolle Wurst. Ganz, ganz tolle Wurst. Vorwärts. Genau, wir müssen jetzt hier um die Schlucht einmal drumherum. Aber ich glaube, wir sind schon gar nicht so weit entfernt von dem Ort, wo wir hin müssen tatsächlich. So rein gefühlmäßig würde ich sagen, wenn ich nochmal jetzt kurz auf den Baum gehe hier und mal von oben ein bisschen gucke. Also entweder müssen wir da ganz hoch. Oder der müsste hier unten runtergegangen sein. Warte mal. Da ist auf jeden Fall ein Landmark. Können wir das erkennen von hier? Nee, das können wir nicht, aber wir können es gleich aufdecken noch. Warum ist denn der Affe immer noch so kaputt jetzt? Affe, du musst doch dich mal ein bisschen ausruhen. Da hinten gab es, glaube ich, diesen Steinrutsch, wo man hoch konnte. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal in diese Richtung weiter. Nein, ich bin daneben gesprungen. Oh Gott. Warum mache ich denn sowas immer, ey? Sowas darf ich mir nicht erlauben. Ah, warte, hier gibt es Steine. Moment. Hoffentlich ist es hier nicht gefährlich. Warte mal. Oh nein, Schweine. Wo sind die Schweine? Oh nein, da kommen sie. Warum? Es sind auch noch zwei Schweine. Schnell hoch. Schnell erstmal aufs Bäumchen rauf. Damit die Schweine mich nicht sehen. So, und jetzt erstmal den Kart.
So, dann habe ich nämlich... Verdammt, jetzt habe ich die Carbock genommen. Moment, ich schmeiß die mal runter. Da unten gab es auf jeden Fall Steine zum Bearbeiten. Das finde ich schon mal gut. Jetzt müssen wir da noch rankommen, ohne dass die Schweine Wind davon kriegen. Dann könnte ich nämlich meinen Stock bearbeiten, da habe ich schon mal eine Waffe. Vielleicht einfach mal hier auf den anderen Ast runter, genau. Wo sind sie denn? Mal hören. Ach, jetzt chillen die da unten. Na, klasse, warte mal. Prägen wir uns ein Schwein mal ein. Die chillen genau da, wo die Steine liegen. Ach, Mann. Schnell den Stein raufholen und dann... Nimm ihn! Und jetzt schnell wieder hoch. Sie haben mich nicht gesehen, sehr gut. Dann machen wir erstmal jetzt hier die Bearbeitung. Jawohl, der Speer ist fertig. In die Hand nehmen und warte, den Stein, den will ich jetzt erstmal fallen lassen. So, und nu müssen wir irgendwie von hier mal weiterkommen, weil jetzt sind ja da unten die Schweine. Da müssen wir irgendwie mal dran vorbei. Schaffe ich das da rüber zu dem anderen Baum? Ich probier's mal. Hohohoho. Sportlich, sportlich. Schlafen die gerade? Die trinken gerade, die sind beschäftigt, das ist gut. Kann ich hier hoch? Also da vorne? Ich kletter jetzt mal hier hoch, ne? Und hier so über die Wand gehe ich jetzt einfach nach oben. Ah, da ist Kart. Nein, was machst du, Affe? Bist du dumm? Ich habe aus Versehen einmal A gedrückt. Gottes Willen, meine lieben Freunde, das war knapp. Das war sowas von knapp. Aber da können wir gleich mal uns mit Kart vollschlagen. Hier oben passiert nämlich, glaube ich, nichts. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Gefährliches hinkommt. Und der Kart, der gibt uns gerade Energie wieder. Können wir gleich noch ein bisschen weiter essen eigentlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Reicht? Kann ich das von hier jetzt aufdecken, das Landmark? Nee. Aber wir müssen hier mal schon ein bisschen die Augen offen halten. Hier irgendwo in der Nähe könnte auch durchaus der zweite Meteorit schon runtergekommen sein irgendwo. Ist halt so die Frage, ne? Wo ist der runtergekommen? Das wissen wir ja immer noch nicht genau. Ich weiß nur, dass der irgendwo hier in der Gegend runtergekommen sein muss. Oh, oh, ah, ich bin abgerutscht. Oh Gott. Ich bin abgerutscht. Ich wollte gar nicht runterfallen. Okay, warte, jetzt müssen wir doch eigentlich, oder? Das ist doch hier direkt nebenan jetzt, das Fragezeichen. Jawohl, nice. Immerhin, neue Gegend entdeckt. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Großer See. Geteilter Wasserfalloase. Ja, wie der Affe da in der Luft schwebt. Da ist wohl etwas schief gegangen mit der Kollisionsabfrage. So leicht, so minimal. Oh, das sieht doch schon geil aus, so ein doppelter Wasserfall. Aber ich muss nicht da hoch, oder? Also auf den Wasserfall muss ich nicht, oder? Bitte nicht. Das ist nicht das, worauf es hinausläuft. Um den Meteoriten zu bekommen. Ups. Ich wollte eigentlich mal hören, ob hier in der Nähe irgendwas Gefährliches ist. Die Schweine laufen da drüben rum. Nee, ich gehe jetzt einfach mal hier unten lang. Wir haben ja einen Speer zum uns verteidigen. Ja gut, und dann müssen wir mal versuchen, hier rüber zu kommen. Ich hoffe, das geht. Kann man hier durch? Oh. Oh, oh. Oh nein, das ist nicht wahr. Bitte halt dich fest, Affe. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich muss da rüber, shit. Die Strömung ist zu krass. Okay, wir müssen versuchen, auf diesen Punkt da hinten zu kommen, wenn die Strömung mich dahin treibt. Das heißt, in die Richtung springen und so krass wie möglich nach da drüben schwimmen. Gegen die Strömung. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, oh Gott, das hat funktioniert. Ich raste aus. Ich glaube, den Wasserfall runterzufallen wäre ein bisschen tödlich gewesen. Oh mein Gott. Das ist schon mal ein ziemlich krasses Hindernis, so. Alter Schwede. Da habe ich mal tatsächlich
Genau richtig kalkuliert. Da geht einem gleich direkt wieder die Pumpe, ey. Mal nochmal hören, ob hier irgendwas ist. Ich kann das kaum glauben, dass hier keine Tiere rumlaufen sollen, die gefährlich sind. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Irgendwie glaube ich dem Frieden nicht. Scheiße! Affe, spring doch nicht immer gleich auf der anderen Seite runter. Kannst du nicht wenigstens mal kurz warten oder so? Schnecken oder sowas? Nee. Hier müsste auch... Höre ich hier andere Tiere irgendwie? Ich höre hier irgendwas. Da liegt irgendwas. Was ist das? Das sind Schweine. Vielleicht mal identifizieren über Geruch. Kann ganz gut sein so für den Fortschritt. Für die Neuronen und so. Alles für die Neuronen. Ah, da ist er, glaube ich. Da liegt er, glaube ich. Da ist er da vorne. Da ist der Krater. Okay, ich habe ihn gefunden. Nice. Ich dachte gerade, da fliegt ein Adler. Aber es war nur ein Papagei. Okay, wir müssen ihn nur aufheben. Ich habe ihn gefunden. Hui. Warum keine Kinder dabei, wird gerade wieder gefragt im Live-Chat. Also wir holen uns jetzt erstmal das Ding. Also A, weil das hier viel zu gefährlich ist auf dieser Tour. Die ist nämlich sehr lang. Und außerdem kriegen wir hier, wenn wir jetzt hier die neurale Energie hochpushen, wir haben sowieso schon den Kreis voll. Das sieht man jetzt hier nur nicht, weil wir keine Kinder dabei haben. Aber wir haben den Kreis schon vollgefüllt. Das heißt, wir können nichts Neues mehr dazu bekommen. Wir können auch gerade nichts ausgeben, weil wir keine Neuronen haben zum Verästeln. Das heißt, es macht absolut keinen Sinn, auf dieser gefährlichen Tour jetzt Kinder mitzunehmen, weil wir dadurch nichts gewinnen. Ja, das wäre verschenkte Energie quasi. Deswegen habe ich das jetzt auch mit einem alten Affen gemacht. So, gleich analysieren. Wir haben den zweiten Meteoriten. Also den dritten ja eigentlich insgesamt schon. Nice. Und aufheben. Oh, der ist grün so ein bisschen. Der Meteoritenstandort im Gebiet glatter Felsblock. Nice. Nice, nice, meine lieben Freunde. So, den analysieren wir. Auf dem Baum, würde ich sagen. Oh! Ach du Kacke, Mann. Schnell, schnell, schnell. Ich dachte, ich wäre da oben. Hat er jetzt den fallen lassen? Nee, oder? Spring da hoch, kletter da hoch. Nein, warum kletterst du denn nicht, verdammt? Kletter hoch, bitte, kletter hoch. Kletter doch! Jetzt hat er den fallen lassen, wa? Scheiße, jetzt hat er ihn fallen lassen. Ach Mann, weil er nur eine Sekunde zu spät geklettert ist. Mist. Okay, ich brauche dringend die Nuss. Da ist Carbrock. Ich brauche dringend erstmal eine Carbrock-Faser. Und dann müssen wir uns das Ding wiederholen. Aber sowas von. Holy Macaroni-Shit. Okay, warte, der Carbrock ist... Ist hier nicht auf dem Baum auch was? Nee, hier auf dem Baum ist nichts. Okay, ich muss auf den anderen Baum hoch. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Verschwinde, du blöder Tiger. Hau ab. Verschwinde. Ist er weg? Warte, ich muss mal hören. Wo ist er? Das sind die Schweine, hä? Ja, toll. Die Carbrock-Faser ist jetzt da, wo die Schweine sind. Auch nicht unbedingt so geil. Aber da müssen wir jetzt hin. Wir müssen uns schnell heilen. Schnell wieder hoch, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch. Jetzt sind die Schweine aufgewacht. Tolle Wurst. Hauptsache erstmal Carbrock. Komm, geh runter, geh auf den anderen Ast, genau. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Nimm es dir und reib dich ein. Oh Gott. Toll, ey. Der kommt natürlich dann, wenn du den Meteoriten aufsammelst, weißt du? Kann ich die bedrohen? Verschwindet, ihr Schweine. Ich geh mal auf den Ast hier drüben. Nein, es hat nicht funktioniert. Schnell wieder hoch. Kletter, 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 Affe. Du musst klettern. Du darfst nicht so lange brauchen zum Klettern, das geht nicht. So muss der Stein. Da unten. Ich leg mal die Carbrock-Faser hier hin, falls ich nochmal angegriffen werde jetzt. Okay, wir müssen jetzt den Stein und den Stock holen. Erst das. Und wo ist der Stein? Da ist der Stein. Nimm ihn. Und jetzt schnell hoch. Bitte kletter einfach hoch. Bitte kletter einfach ganz schnell hoch, Affe. Und dann lass bitte den Stein erstmal analysieren. Ach. Ich kann den Stein gar nicht analysieren, merke ich gerade. Aber ich habe jetzt keine Neuronen bekommen, oder? Dafür? Oder habe ich jetzt irgendwas freigeschaltet? Ich habe es jetzt durch den Stress nicht gesehen.
Ah, Jesus. Wie immer nachts unterwegs. Das lässt sich leider gerade nicht verhindern, weil die Tour ist so lang, dass wir da sowieso mehrere Tage brauchen dafür. Tja, gut, aber wir haben jetzt den zweiten. Der sieht irgendwie so grün aus. Ich weiß auch nicht, aber ich kann mir den auch gerade nicht so genau angucken, weil wir gerade ein bisschen uns konzentrieren müssen hier. Vielleicht mal die Hand wechseln. Jetzt müssen wir wieder da über den reißenden Fluss. Da sollte ich vielleicht erstmal weiter in die Richtung. Und so, damit wir da jetzt nicht... Damit wir von möglichst weit hinten springen. Wegen der Strömung. Das ist das erste Mal, dass ein Fluss wirklich richtig krass Strömung hat und ich da nicht drin laufen kann. Aber bei den zwei Wasserfällen ist das ja auch kein Wunder eigentlich, ne? Keine besonders große Überraschung, sagen wir es so. Da habe ich wohl den Diego-Timer ein bisschen sehr stark strapaziert hier gerade. Es ist ja auch schon noch ein bisschen verlockend, jetzt zu dem Wasserfall hinzugehen und zu gucken, ob da irgendwie mal eine Höhle ist oder so, ne? Im Wasserfall halt. Aber da ist eine Palme im Wasserfall auf jeden Fall. Die ist da so drin. Da seht ihr das da? So eine Pflanze ist da drin. Ich würde da gerne mal hingucken, ehrlich gesagt. Ich ahne nur, dass das tödlich ist, weil wahrscheinlich der böse Diego wiederkommt. Mal da hochklettern. Ich will da... Hallo? Ach, nee, oder? Das ist eine unsichtbare Wand hier. Ich kann hier nicht hoch. Ich kann da nichts machen, lol. Okay. Dann... Egal, wir versuchen uns jetzt von hier... nach da... nach dort... springend fortzubewegen. Und dann da in die Steine rein. Dann ist die Strömung auch nicht so ein Thema. Sehr gut. Wunderbar. Und jetzt möglichst schnell auf einen Baum rauf. Jetzt kommt der blöde Diego wieder und wir uns wieder vernaschen hier. Sehr gut. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Der Rentner stirbt. Nein, hier stirbt niemand. Außerdem ist es eine Frau. Puh. Die Rentnerin, wenn dann. Hier stirbt niemand heute mehr. Wir haben schon einen verheizt heute beim sinnlos durch die Gegend springen und auch nicht so eine tolle Aktion gewesen am Ende. So, kann ich von hier da auf den Ast springen? Ich probiere es mal. Yep, das funktioniert. Wundernice. Ja, schön darüber klettern, genau. Dann dahin. Und dann von da nach da drüben. Dann wieder etwas weiter nach oben. Dann dahin. Dann dahin. Und dann an den Baum, der am nächsten ist. Das wäre der tote Baum da drüben. Genau. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt bei diesem Chaos mit Diego jetzt nicht gesehen, ob wir irgendwas bekommen haben. Als Bonus. Wenn wir jetzt nichts bekommen haben sollten, dann müssen wir mal jetzt dann nochmal einen Generationswechsel machen, würde ich sagen. Nochmal ein bisschen verästeln, nochmal Kinder machen und dann am besten nochmal einen Evolutionssprung. Also erst Generationssprung und dann nochmal Evolutionssprung, würde ich sagen. Und dann müssten wir es eigentlich... Dann müssten wir auch wieder... Das war wieder sehr sportlich gesprungen. Da müssten wir wieder in ein neues Gebiet kommen eigentlich. So gefühlt. Müsste das so sein. Es gab keine neuen. Okay, schade eigentlich. Ich frage mich halt, ob ich vielleicht noch neue kriege, wenn ich hier so ein bisschen rumrieche. Wie der Affe stöhnt. Einfach mal so ein bisschen hier so in die Pampa reinriechen. Boah, Alter, was zur Hölle. Ach, das ist ein Mangobaum, war da unten? Ah, warte mal, da können wir mal ein bisschen essen. Wenn wir schon mal hier sind. Nicht, dass mich die Gier jetzt tötet, warte mal. Ich traue mich da jetzt nicht hinzuspringen, irgendwie sieht das zu weit aus. Gehen wir mal lieber so ran. Und schnabulieren mal noch ein bisschen was. Ach scheiße, warte mal, da muss ich ja den Dings wieder weglegen. Oh, nicht, dass der mir jetzt hier runterrollt, ne?
Das wäre jetzt mega ärgerlich. Aber warte mal, wir merken uns mal. Warte mal, wir packen den mal hier. Hier so hin. Da habe ich ihn hingelegt. Und da holen wir uns gleich wieder ab. Nachdem ich Mangos gegessen habe. Oh, schöne reife Mangos. Mangos. Lecker Mangos. Jawohl. Und an der Stelle ist diese Folge Ancestors, The Humankind Odyssey auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, dieses Spiel selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag, Spielbär mit AE, benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ancestors, The Humankind Odyssey. Bis dann, ciao, ciao!